Willkommen zurück bei 2 die Zocken. Es geht weiter mit unserem nostalgischen Musical von Batman und Jokerino. Und wer ist da hinten? Hallo Robson! Hallo Robson! Willkommen zurück bei 2 die Zocken. Es geht weiter mit unserem Let's Play zu Batman Arkham Knight. Richtig! Völlig korrekt! Genau so ist! Was willst du tun? Hallo! Lotte ist natürlich auch wie immer dabei. Hallöchen! Oh, so schön. Der David, der entschärft hier ein bisschen Bomben und ich mache hier Schulterakrobatik. Weil das Lied so schön ist. Die sind doch irre, oder? Da haben sie einfach einen Song geschrieben. Und ja, das ist. Man unterschätzt manchmal, was für Arbeit in so einem Spiel stecken, ne? Ja, ich meine, wie könnte man es auch nicht unterschätzen? Die wenigsten von uns haben ja das Glück, da mal reinzuschauen, ne? Und so grundsätzlich, ich glaube, man macht sich nicht so oft darüber Gedanken. Aber sollte man. Es gibt ja ein paar Studios, die da relativ offen mit umgehen. Piranha Bytes und so weiter, habe ich mir ein paar Dokus angeschaut, wie die es machen. Das ist schon sehr interessant. Wenn man ein bisschen in den Hintergrund blicken darf, hinter die Kulissen. Ja, auf jeden Fall. Und wer den Song ein bisschen länger hören will, wir lassen den in der Folge davor, Folge 45 war das, glaube ich, lassen wir am Schluss 20 oder Sekunden oder so laufen. Ne? Also, auf Repeat, Freunde, die Folge. Dann habt ihr unglaubliche 10, 20 Sekunden. Ja. Ja. Nein, ich mache dir nicht dein Argument kaputt. Auf Repeat, Freunde. Das war der Körper. Was? Ich habe alle entschärft und es explodiert? Oh, vielleicht ist da noch... Vielleicht darf er mich trotzdem erstmal nicht sehen. Okay, vielleicht darf er mich trotzdem erstmal nicht sehen. Ach so, ach, er hat dich... Ja. Okay. Ich habe halt gedacht, ich komme jetzt raus und... Ja? Und dann, tada! Ja, dann machen wir den zusammen kaputt. Ach so. Ja, anscheinend nicht. Nee, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, aber ich. Ja, ich hab's gemerkt. Aber dann machen wir das einfach nochmal. Das ist so herrlich, die Musik. Also, wer lacht jetzt zuletzt? Und dann in Arkham City. War Talia völlig die Schnitte. Das war knapp, hätte ich gesagt. Alter Schwede. Da, doch als ich dir in die Augen sah, war mir klar, wir würden vereint. Wer lacht jetzt zuletzt? Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Ha! Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Deine Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre. Alle Bomben sind entschärft. Zeit, Charisma, die Show zu stehlen. Und Fürst der Gaunerei. Und wir hatten. Zeit, Charisma, jetzt die Show zu stehlen, dann bin ich raus. Wir zwei. Oh, du kannst nur ihn steuern, ich bin du. Ach, vielleicht muss ich von hinten. Was willst du tun? Bin so drauf gespannt. Blöder Zugknabe. Ah, ich hätte Dreieck drücken müssen. Da war ein Dreieck im Bild. Und das hätte man das drücken müssen, der vielleicht. Da hätte man drauf drücken sollen. Bist du sicher? Ich glaub's schon. Vielleicht ja nicht. Eben. Aber wir sind ja noch einmal gestorben. Ich hab's ja nicht gedrückt. Ach so. Ja. Das war ein Spaß, die Quest. Ja, ich kann das Lied bald mitsingen. Es war die pure Anarchie. Aber gelächelt. Hast du nie. Niemals. Dich hat's erwischt. Ich steck dir im Kopf. Also, wer lacht jetzt zuletzt? Und dann aber ein Hit wird es. City. Ah, gut. War Talia völlig die Schnitte. Ich starb und du standst einfach da. Doch als ich dir in die Augen sah, war mir klar, wir würden vereint. Wer lacht jetzt zuletzt? Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Ha! Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Deine Eltern sind... Oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Ich gehöre jetzt zu dir. Ich bin der Clown. Fürst der Gaunerei. Alle Bomben sind entschärft.
Zeit, Charisma, die Show zu stehlen. Wir zwei. Du bist ich und ich bin du. Genauso. Keine Zugabe. Und der soll ein echter Sänger sein? Sogar Alfred kann besser singen als der. Ich find's gut. Aber er hat das Mic gedroppt. Kein Problem. Ich tue der Musikwelt nur einen Gefallen. Schaff mir den Chorknaben zurück in seine Zelle. Schöne Quest. Oh, war das herrlich. Schön. Oh, ich bin begeistert. So eine Quest musst du halt doch erstmal einfallen. Ach ja, ich hatte mal die Stimme einer Sopranistin. Und damit meine ich ihre Stimmbänder. Natürlich, na klar. Ich bringe Charisma zurück in seine Zelle. Alfred, wir sind fast fertig und müssen verlorene Zeit aufholen. Bereite eine Verbesserung des Wagens vor. Natürlich, Sir. Treffen Sie bitte Ihre Wahl. Gerne. Oh, was können wir Schönes nehmen? EMP, aber Waffengenerator im K4. Dieser elektromagnetische Impuls stört was Zielsysteme und anfliegende Raketen. Sagt er gerade. Okay. Achso, das klang so als... Dieser elektromagnetische Impuls stört Drohnenzielsysteme und anfliegende Raketen. Nützlich, wenn sie umzingelt sind, Master Bruce. Okay. Was macht Waffengenerator im K4, Alfred? Der Waffengenerator Mark IV lädt ihre Sekundärwaffen auf maximale Kapazität auf. Müssten sie nicht gegen eine ganze Armee vorgehen, würde ich sagen, es wäre bereits zu viel des Guten, Sir. Das ist doch nice, oder? Ist es so, dass du dir da nicht mehr anschießen musst? Sir. Gleich dann ballern kannst? Ich habe jetzt mal mehr Waffengewalt. Ich halte es für das Richtige. Mm. Ich halte das für sehr vernünftig. Tja, wer hat das Maul so weit aufgerissen? Bleiben nur noch du und ich, Bats. Mano a Mano. Ein echter Kampf, von dem man seinen Enkel noch erzählt. Natürlich könntest du auch umkehren und dich feige verdrücken. Du bist im Ring. Jetzt kommt der King. Was ist los? Ist das? Sieh an, es ist Batman. Ah, jetzt können sie sprechen. Mann, 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 coole Typen, oder? Ich bin ganz eingeschüchtert von ihren Gebärden. Ja, ja, doch. Sorry, Clown-Mörder. Die Straße ist dicht. Doch, doch, super Typen. Geile Moves. Wir sind aber leider immer noch nicht weiter, was das angeht. Nee, das nicht. Aber da vorne ist auch noch Schacht. Also nicht hier vorne, sondern da, wo wir einsteigen. Wenn du nur einen dieser Trottel dazu bringen könntest, die Tür für dich zu öffnen. Oh Gott. Ich würde es ja selber tun. Aber du hast mich ja umgebracht. Der verhasste Stimmverzerrer. Ich mag den wirklich nicht. Ich finde ihn ganz schön betröppelt doof. Ich kann den Stimmen-Synthesizer nicht benutzen, wenn Harleys Männer zusehen. Vielleicht sollte ich den Knopf drücken und wir könnten wie Männer kämpfen. Nee. Ah, wir haben es gleich. Wir sind gleich echt durch. Öffnet das Tor! Das raff ich nicht. Was gibt's da zu raffen? Mach einfach das Tor auf. Okay, aber das kommt mir schräg vor. Vielleicht erklär was du in der ganzen Bank. Ja, hallo. Das geht ja ab. Ist immer so geil, wie er schneller als das Licht zuschlägt. Okay. Dann ab in den nächsten Raum. So. Oh. Aha. Was ist da los? Weiß ich nicht. Ist das nur Deko? Oh. Scheint so. Stimmaktiviertes Schloss aktiviert. Mach auf! What? Nee, geh aus Prinzip nicht durch. Nun gut.
Das Set hier ist echt ganz cool. Im Spiel davor, glaube ich, hat man Joker auf einen, wie sagt man, in einem Freizeitpark begleitet. Und das passt halt perfekt zu ihm. Das passt natürlich auch gut. Oh, Freunde! Wir fahren auch in einen Freizeitpark. Ja. Schon dieses Wochenende. Ja. Schon übermorgen. Ja. Das wird am Freitag halt. So, ganz kurz. Oh. Was haben wir denn da? Oh nein, bitte nicht. Aufwachen, aufwachen! Was ist los? Glaubst du, ich tue dir weh? Warum? Ich bin nicht der Böse hier. Oh nein, nein, nein! Das ist Batman. Hat dich verlassen. Ausgesetzt, wie einen ungeliebten Hund. Kann ich ihn behalten, Daddy? Oh, bitte, 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 bitte. Ich werde mich gut um ihn kümmern. Oh nein. Alles, was du möchtest, Prinzessin. Man soll ihn nur auch als deinen erkennen. Nein, nein, nein. Er soll doch nicht wieder hier enden, oder? Nein, Daddy. Ich will ihn für immer behalten. Nein, nein. Bitte nicht! Bitte! Nein! Hört sich nicht so gut an. Hallo Robin, 2. Das macht mich ganz betroffen. Das ist nicht schön. Betröppelt? Alles okay? Nein, betroffen. Okay. Du wirst verstört. Mir geht's gut, Jason. Tim. Das ist schon länger nicht passiert. Einer ist noch übrig. Los! Wir haben ihn gerade aus Versehen Jason genannt. Gut. Passiert sonst nur Jeff. Oder der Dame, die Chef. Ach so. Witzig. Ist wirklich witzig, wenn man weiß, was ich meine. Wo sollen wir anfangen? Wie wär's mit auf die Fresse für Anfänger? Werbespot? Hast du nichts zu sagen? Einer von der ruhigen Sorte, wie? Mal schauen, ob wir das ändern können. Ich werde dich um Gnade bitten. Für ein Tier. Für ein Oberschwert. Oh, der Boss-HP. Rechts oben. Oh, geil. Den hab ich fast. Vergeigt das nicht. Boah, gut, das gefällt mir. Schlägst du mich überhaupt? Er braucht es schon. Schalt ihn aus! Okay. War da was an meinem Rücken? Und zwar fahren wir wohin? Ins fantastische Phantasialand! Phantasialand! Ja. Mit Hotel und allem und drum und dran. Aber wenn das Video rauskommt, sind wir wahrscheinlich schon wieder da. Ja. Ich habe übrigens nochmal überlegt, ich glaube, wir gehen doch einen Tag essen. Ich glaube, wir hatten Fotos mit irgendeiner Taverne oder so. Kannst du dich erinnern? Ich meine, wir gehen einen Tag auf Essen. Ja, für mich völlig okay. Das für könnte dich mit ein bisschen anstrengend, oder? Ja, das stimmt. Aber vielleicht finde ich ja dann doch irgendwas, was ich essen kann. Mal schauen. Ich habe gerade das Quicktime-Event, weil ich mich so auf dich und deine Belange konzentriert habe, was nicht negativ klingen soll, was ich sehr gerne mache. Habe ich das verpasst? Wie gnädig. Ja, ne? Gnädig zu tun, ist ehrlich. Ja. Naja, deine Belange, was ich gerne mache, das klingt so wie so ein Klotz am Bein. Nö. Ja, das wird interessant. Ich muss eh mal überlegen, ich muss ganz schön viel Zeug auch mitnehmen dorthin. Weil ich ja auch, wenn wir nicht essen gehen, die andere Zeit ja komplett dort auch so essen muss wie hier. Alter, der hält ganz schön was aus hier, ey. Aber ihr habt ihn fast.
Ihr zwei. Warte, war das nicht gerade geheilt? Oder habe ich mich verguckt? Zu langsam. Zu langsam. Ja, habe ich selber gemerkt. Danke. So, noch ein Versuch. Aber solche Quicktime-Events zum Beispiel finde ich cool, weil ich kann versagen. Und erst dann macht so ein Quicktime-Event für mich auch Sinn. Das stimmt. Ja, das stimmt. Sie hat es ganz schön abbekommen. Sehr, sehr cool sah das aus. Na, jetzt müssen wir noch ein bisschen das Kleingemüse wegmachen. Genau. Das Gewurme hier. Gute Arbeit. Du hast dich gut geschlagen. Ich bin beeindruckt. Du kannst ihn tragen. Das ist wahr. Das war der Jokarino. Ach so. Das habe ich aber nicht auf dem Schirm gehabt. Den habe ich jetzt aber so nicht erkannt. Ein Auto? Auch der arme Robin. Batman, bitte. Du musst mir helfen. Diese Quinn und ihre Schergen versuchen hier einzubrechen. Nicht auszumalen, was sie mir antun wird. Ganz ruhig, Henry. Ich bin auf dem Weg. Robin, warte hier mit den Infizierten. Ich kümmere mich um Harleys Männer. Okay. Was? Das ist jetzt allerdings blöd. Ich weiß, wir haben Stress. Aber... Warum gehen da nur drei? Warte mal, wir haben doch festgestellt, manche bleiben länger aus, oder? Ex-terik. Was macht denn eigentlich dieses... Ah, ich glaube, das hat funktioniert, oder? Nochmal. Hä? Achso, ich muss da draufstehen, okay. Ja, die ändern auch die ganze Zeit die Farbe. Ja. Kannst du aus dem Symbolbild irgendwas ableiten? Okay. Ich wünschte, ich könnte. Ah, da unten ist noch Zeug. Okay, having fun. It's making me ecstatic. Okay, was steht dann links noch? Nur Pfeile. Ja, okay. Oh, ja, vielleicht müssen wir auch die gleiche Farbe haben. Und jetzt können wir sie ausschalten. Okay, dreimal blau ist, aber wenn dann grün. Joke, Riddler ist auch grün. Das stimmt. Das könnte sein. Nicht? War. Und jetzt können wir sie schnell alle ausschalten. Ne, wir können ja nur drei Stück gleichzeitig schießen. Das ist ja genau das Problem. Hm.
Bis die Animation zurück ist, ist schon vorbei, ne? Ich hab halt gedacht. Ja, das stimmt leider, ne? Bevor der dann das vierte Mal schießt, geht zu schnell. Ja, wenn ich hier links die drei, dann sieht man schon, dass die erste wieder angeht, bevor ich neu schießen kann. Ja. Das ist sehr schade. Also da steht Winkel, das ist ein Winkelzeichen. Können wir aus einem anderen Winkel zwei auf einmal treffen? Ja gut, aber das wird nichts bedeuten, oder? Dass das Kabel hier nach drüben geht, das hierfür zuständig ist. Glaube ich jetzt fast nicht. Was meinst du? Darf ich, guckst du nochmal bitte auf die Fragezeichen? Hm. Nee. Können wir irgendwo hochspringen in dem Zimmer? Schaut schlecht aus. Und wir müssen es auch von diesem Punkt aus werfen. Ja, wenn ich nicht drauf bin, sind sie aus. Okay. Das ist allerdings blöd, weil dadurch haben wir dann keinen anderen Winkel, ne? Ah, ich verstehe es noch nicht ganz. Nochmal schauen. Allerdings ist da was mit Strom und es könnte ja, weiß ich nicht, so ein Batteriezeichen oder sowas sein. Das oben sieht fast aus wie ein Widerstand, wenn man das in der Mathematik oder Physik zeichnet. Aber legt mich da jetzt bitte nicht drauf fest. Da liegen 1000 Batterangs am Boden. Ich hatte halt gedacht, dass ich eventuell die Eisbombe machen kann. Da freeze. Dann hier und dann die drei ganz schön. Aber es geht nicht. Schade. Mhm. Ne? Aber wie will man auch Licht freezen, okay? Aber war eine Idee. Seltsam, seltsam, seltsam. Das geht auch nicht. Ja, da stehen wir mal wieder, liebe Freunde. Ja, der Riddler macht uns manchmal halt doch nicht ganz so einfach. Nein, nein. Ja, aber das und noch viel mehr muss es wohl erst morgen Abend geben, liebe Freunde. Oder nur viel mehr. Mal schauen, ob wir das hinkriegen, das... Genau, das findet ihr einfach morgen raus. Ach, mich nervt sowas. Ich möchte sowas eigentlich gern gelöst haben. Das ist schade, dass ich das jetzt nicht, dass ich da jetzt nicht drauf komme. Aber dafür haben wir Zeit, wenn es wieder heißt: Willkommen zurück bei Zwei, die zocken. Bis dahin. Ciao. Ich glaube, den David hat der Riddler auch schon ein bisschen angesteckt. Das früher war sehr gut. Ja, bin ein bisschen durch. Ihr Lieben, wir sehen uns morgen. Ciao. Bis dahin. Ciao.